Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger vor dem Landgericht in Halle an der Saale hat der Angeklagte den Vorwurf des versuchten Mordes an einem Polizisten bestritten. Adrian U. soll im August 2016 bei der Zwangsräumung seines Hauses in Sachsen-Anhalt auf einen SEK-Beamten geschossen haben. Dieser überlebte laut Staatsanwaltschaft nur aufgrund seiner Schutzkleidung. Der Angeklagte weist vor Verhandlungsbeginn die Vorwürfe zurück. Ich habe eine Waffe in der Hand gehalten, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt geschossen. Und natürlich habe ich das gemacht, denn was passiert denn, wenn man unser Eigentum angreift und wir keine Rechtsgrundlage mehr haben? Was passiert dann? Dann muss der Bürger neuerdings mit der Schrotflinte auf dem Zaun sitzen, um sein Eigentum zu verteidigen. Adrian U. ist der selbsternannte Gründer des Ministaates Ur. Er sollte sein Haus räumen, weil er Verbindlichkeiten für das Grundstück nicht bedient hatte. Bei dem Schusswechsel wurde auch er schwer verletzt. Der ehemalige Mr. Germany bezeichnet sich selbst nicht als Reichsbürger. Allerdings geht aus seinen Äußerungen hervor, dass er staatliche Instanzen ablehnt. Der Prozess dauert voraussichtlich noch bis November. Bei einem Schuldspruch könnte Adrian U. eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen.